Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream aus dem Tonstudio der Hochschule für Musik Mainz. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Lunchkonzert, was Studierende aus meiner Klasse für Sie bestreiten werden. Es gibt Musik der Romantik, Musik der Klassik, die wirklich faszinierend und interessant zu versprechen werden. Mein Name ist Thomas Hell, ich bin Professor für Klavier und führe Sie heute durch unser Programm. Ich möchte Ihnen auch gerne die Studierenden etwas näher vorstellen und eine von den Studierenden ist die Joy H., die gerade den Schubert-Sonate gespielt hat. Joy, komm doch mal rüber. Nicht alle von unseren Studierenden wohnen in Mainz, du wohnst in Berlin, kommst aus Seoul eigentlich, hast dann an der UdK in Berlin studiert, hast dort einen Lehrauftrag jetzt und studierst jetzt im Konzertexamen bei uns an der Musikhochschule. Was würdest du sagen, wenn man von zwei so großen Musikhochschulen kommt wie die Seoul National Universität oder die UdK in Berlin, was sind denn die Vorteile oder was ist das Besondere an einer kleineren Musikhochschule? Erstmal, ich fühle mich hier immer sehr wohl und die Hochschule, ja klar, ziemlich klein ist, aber ich denke, das hat schon einen Vorteil. Zum Beispiel, wir haben nur einzige Gebäude, aber in einem Gebäude haben wir alles, sehr kompakt. Und die Leute, die Professoren, die Freunde sind auch sehr, sehr nett und warmherzig und das hilft mir immer sehr dabei, dass ich mich nur auf die Musik konzentrieren kann. Und ja, und bei der Hochschulkonzerten oder bei der Prüfung sogar konnte ich schon alle Zeit genießen. Das klappt immer. Das ist für mich sehr angenehm. Das ist natürlich sehr schön zu hören. Kommen wir mal zu der Schubert-Sonate. Du hast ja jetzt im Februar deine Abschlussprüfung, den Soloabend im Konzertexamen, da hast du zwei große Schubert-Sonaten gewählt, die B-Dur-Sonate und die C-Moll-Sonate. Jetzt von der C-Moll-Sonate haben wir den ersten Satz gerade gehört. Was ist es denn, was dich so anzieht bei Schubert, was dich so fasziniert? Ich würde immer gern Schubert spielen. Also erstmal, Schubert hat drei späten Sonaten geschrieben, alle sind in seinem Todesjahr geschrieben und deswegen vielleicht, das klingen sehr düster und sehr traurig oder sehr dunkel irgendwie und für zum Beispiel in einem Film habe ich über Schubert Film habe ich gesehen, dass er zu seiner gestorbenen Mutter auf dem Friedhof am Grab etwas gesagt hat. Er hat zu seiner Mutter gesagt, warum bin ich bei der Geburt nicht gestorben? Mhm. Und ich bin sehr, sehr hässlich und ich passe gar nicht zu den schönen Musik, die ich schreibe und so weiter. Und das hat mich total ergriffen, weil sehr, sehr traurig für mich. Und ich denke, sein Leben war nicht immer glücklich und immer viele Schatten dabei und ja, ich denke so. Und diese Dunkelheit und diese emotionale Intensität spricht mich sehr an und ich mag vielleicht daher Schubert sehr. Ja, auf jeden Fall den Satz, den wir gehört haben gerade, der ist natürlich sehr, wirklich sehr dunkel und ich denke auch. Von großer Emotionalität. Das stimmt. Ja, genau. Schon. Die düsterste Sonate der drei letzten. Denke auch. Ja, dann kommen wir schon zum nächsten Stück. Und zwar wird Min Sung Kim für Sie spielen den zweiten Satz, das Scherzo aus der Sonate Es-Dur, Opus 31, Nummer 3 von Ludwig van Beethoven. Es ist ein Scherzo, was ungewöhnlicherweise im Zweivierteltakt steht.
Sonst sind die Scherzi normalerweise im Dreivierteltakt. Und die Sonate hat den Beinamen Die Jagd. Das kann man ganz gut nachvollziehen und das können Sie bestimmt auch hören, wenn Sie am Anfang des Satzes auf die linke Hand achten, denn dort hört man das Pferdegetrappel sehr gut. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, nach diesem Scherzo von relativ heiterer Natur folgt ein anderes Scherzo, diesmal übrigens im Dreivierteltakt, und zwar von Brahms, das Scherzo Es-Moll, Opus 4. Es ist ein dämonisches Stück, wie schon die Familie Schumann festgestellt hat, als Brahms ihr dieses Werk vorstellte. Rasch und feurig ist es überschrieben und es hat ein Scherzo-Teil und dann hat es zwei Trios, die mit einer etwas gelösteren Stimmung den großen Kontrast zu diesem sehr dunklen ersten Teil bilden. Brahms hat das Stück mit 18 Jahren geschrieben. Es ist im Übrigen auch seine erste
veröffentlichte Komposition. Und man weiß, dass Brahms sehr kritisch war, schon von Anfang an. Das spricht für das Stück. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Ich möchte Ihnen den Namen der Pianistin nicht vorenthalten. Suan Kim spielte dieses Scherzo von Brahms. Es folgt jetzt ein vom Charakter völlig anderes Stück, Triana von Isaac Albéniz. Triana ist ein Stadtteil der spanischen Stadt Sevilla und dieses Stück entstammt dem Zyklus Iberia, ein 12-teiliger Zyklus, den zum Beispiel Claude Debussy und Olivier Messiaen für das eins der bedeutendsten Klavierwerke des 20. Jahrhunderts hielten. 1909 wurde es komponiert. Es ist ein virtuoses Stück, es ist ein faszinierendes Stück, es ist sehr rhythmisch, es hat Flamenco-Rhythmen, es ist also so eigentlich, wie man sich als Nicht-Spanien vorstellen würde. Und so möchte ich mit diesem Stück Sie gerne entführen in eine Reise nach Spanien, denn dieses Stück hat so viel Lokalkolorit, Sie werden es erleben. Triana von Isaac Albéniz. Don Joachim spielt. Thank you.
wenn man nicht das Geld hat, Reisen zu machen, dann muss man sie im Geiste machen. So wird überliefert, dass Claude Debussy zu seinen Stücken Estampes gesagt haben soll, von dem Zyklus hören Sie jetzt das dritte Stück, Jardin sous la pluie, also auf Deutsch die Gärten im Regen. Auch dieser Zyklus Estampes, was zu Deutsch so viel wie Holzstiche bedeutet, evoziert Bilder von Landschaften. Im ersten Stück Pagode wird eine sehr asiatische Landschaft dargestellt. Im zweiten Soirée dans Grenade ist es eine spanische Landschaft. Und das letzte Stück Jardin sous la pluie zeigt meiner Meinung nach einen sehr verregneten Tag. Man spürt direkt den Regen. Und das Besondere an dem Stück ist, dass Claude Debussy noch zwei französische Kinderlieder verarbeitet, die man, wenn man sie kennt, gut hören kann. Sonst nimmt man das einfach als eine sehr reizvolle Melodie dar, die die thematische Bildung prägt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Jardin sous la pluie, Nao Fujita spielt. Thank you.
Nach diesem sehr Toccata-ähnlichen Stück von Debussy folgt jetzt eine wirkliche Toccata, die Toccata Opus 7 von Robert Schumann. Robert Schumann wollte ja zu Beginn seiner Karriere auch Konzertpianist werden und dieses Stück ist ein deutliches Zeichen seiner Bemühungen. Er sagte selber, das wäre eines der schwersten Stücke, die er komponiert hat, und war sehr überrascht, dass sein Freund Ludwig Schunke, ein sehr früh verstorbener, begabter Pianist, dieses Stück nach mehrmaligem Hören ihm vorspielen konnte. Trotzdem bleibt es ein sehr, sehr schwieriger Prüfstein für jeden Pianisten, eine Doppelgriffstudie, ein sehr interessantes Stück, in keiner Weise mechanisch, in keiner Weise wie eine Etüde, sondern immer von einem großen poetischen Atem durchzogen. Ich möchte mich auch mit diesem Stück von Ihnen verabschieden, möchte Sie allerdings gerne darauf hinweisen, dass immer mittwochs und freitags es einen Livestream aus dem Tonstudio der Hochschule für Musik Mainz gibt und ich würde mich freuen, wenn Sie einschalten würden. Viel Vergnügen mit der Toccata Opus 7, er spielt Zhongen Oh.